Es ist jetzt keine weltbewegende Neuigkeit. Ich wünsche dem Paar und dem Kind alles Gute. Herzlichen Glückwunsch auch der Susanne. Also ich freue mich wahnsinnig für die beiden. Und ich wünsche dann ganz viel Zeit fürs kleine Baby und alles, alles Liebe den beiden. Na herrlich für ihn und für die Mutter. So was Gutes. Ich freue mich für ihn, er ist doch ein neuer Steuerzahler. Gerade er als Politiker müsste sich darüber freuen. Aber es dauert noch 18 Jahre, bis er dann zahlt. Ich glaube, er wird es nur erleben. Gratuliere. Ich wünsche ihm viel Glück. Ich gratuliere ihr und ihm. Ich freue mich natürlich, dass er Vater wird. Aber mir ist sein Privatleben egal. Er soll schauen, dass er die Politik im Land weiterbringt. Glauben Sie, er soll seine Freundin, seine langjährige Freundin Susanne Thier zuerst mal heiraten, bevor das Baby auf die Welt kommt? Nachdem wir im 21. Jahrhundert leben, ist das wirklich wurscht zu sein. Hat das wurscht zu sein, nicht? Ja. Ich glaube nicht, dass ein Ring die Bindung zu einem Menschen besiegelt, so wie seinerzeit einmal in den ursprünglichen Gedanken war. Hauptsache, sie mögen sich und ob sie beisammen bleiben, das wird ein Ring nicht besiegeln. Was glauben Sie, Bub oder Mädchen? Gesund muss sein, egal was. Ein Mädel. Ich kann ja nicht sagen, hoffentlich gesund, das ist das Allerwichtigste. Hauptsache gesund, das wünsche ich Ihnen. Und viel Zeit und Freude mit dem kleinen Erdenbürger.